Hallo und herzlich willkommen zurück. Nichts passiert. Beim letzten Mal haben wir hier eine krassen Bogen-Action. Die Gegner. So schnell es geht, weg eliminiert. Jetzt fehlt natürlich noch der Leichenloot, ne? Denn ich stehe auf. Meine Kriegsbeute. Gucken, ob hier nichts versteckt ist. Ich glaube, ich gucke bei jedem Durchgang, gucke ich da und ich finde nie was, aber ich merke es mir nie. Ich denke mir immer nur, ich würde da doch was verstecken. Bin ich aber wohl der Einzige. Geschickt gemacht unter dem Schild. Jeder lässt das liegen und übersieht dann die Falle. Da drehen wir Plattenstiefel, die sind auch neu. Mist. So, und wenn ich jetzt einen Wirbelwind-Sprint hätte, dann würde ich an dieses Glasschwert auch drankommen. Den habe ich aber noch nicht, weil ich noch nicht oben bei den Trollen war. Entschuldigung, Graubärten. Und erinnern tue ich mich sowieso nicht dran. Kann mir ja einer in die Kommentare schreiben. Wenn er möchte, dass ich
nochmal zurückkehre. So. Dann haben wir alles. Weg. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Und Gerd, der Typ ist weg. Der sieht echt aus wie so ein Star Wars, ne? Der Helm. So ein Sturmtruppler. So. Dann haben wir die Klaue. Haben wir die Nacht gut genutzt. Ja, perfekt. 10:30 Uhr morgens. Dann können wir mal gucken, was hier so in Ivarstadt noch so abgeht. Ihr braucht etwas? Von dir offensichtlich nicht. Haben wir denn? Dienstag oder Donnerstag? Weiß ich nicht. Wo muss man aufpassen, was denn her? Er steht hier dumm rum. Ich kann euch nicht sehen, Reiter. Ich kann euch nicht finden. Warum versteckt ihr euch? Verstecken, 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 verstecken. Mach mich nicht traurig. Alles in Ordnung bei dir? Reiter war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle haben gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt, Nafi, keine Sorge. Reiter wird zurückkommen. Was stimmt mit dir nicht? Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Reiter geht und Nafi kann sich nicht verabschieden. Das macht Nafi sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Nafi muss sich von Reiter verabschieden können. Reiter! Reiter! Twix! Ja, ihm geht's doch gut. Der hat Bier. Warum plästert das denn immer? Kommst aus dem Grab raus, Sonne scheint und kaum stehst du 2 Minuten draußen. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Naja. Was hasst diesen dummen Bären eine Abreibung?
Ja, ich will bei dem Messer auch nicht. Ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Viel Ärger. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Wir müssen am Pilger auf dem Weg nach Hochrodgar sein. Das ist der einzige Grund, hierher zu kommen. Was kannst du mir denn erzählen über Hochrodgar? Es ist furchterregend, unter ihrem Kloster zu leben. Manchmal könnte ich schwören, seltsame Geräusche von dort oben zu hören. Es klingt wie Donner, aber ohne Regen. Was haltet ihr davon? Verschwindet einfach so schnell ihr könnt aus der Stadt. Hier gibt es nichts. Ihr reist herum. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen über die Welt außerhalb dieser langweiligen Stadt. Ja, aber was kannst du mir denn über Hochrodgar erzählen? Die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen. Ich habe gehört, dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Nee, ich nicht. Ich hatte schon mal so einen wie dich dabei. Mach ich nie wieder. Das war's. Was ist da los? Hilfe! Bären! Fehlt schon mal wieder ein Pelz weniger. Kommt der Bär da einfach auf die Brücke drauf? Ah, gucke mal da. Mal eine Runde angeln. Das tut mir leid, aber das mache ich jetzt an jeder Position, wo es möglich ist. Mann, ey, da ist nicht so leicht, wie man glaubt. Flussspeicher. Eine junge Schlammkrabbe. Ja, was Neues. Eine Zange. Trollschädel.
Oh, Spatenfisch kann ich auch noch nicht. Ja, jetzt ist wohl auch Niete. Kann ich die anderen mit der Hand fangen? Ne? Oldschool geht ja auch noch. Aber nun gut, zwei neue Fische gefangen. I like. Alles was Neues mag ich. So, wer wohnt denn hier? Klimek. Aber ist zu. Einbrechen wollen wir nicht. Das fand ich auch immer so geil. Also der Gronkh, der möchte gerne Überlebensmodus spielen. Da wollte sich extra eine Mod runterladen. Aber checkt es nicht, dass man nicht mitten in der Nacht bei den Leuten reinschneit. Und wenn man deren Schlösser aufbricht, dass die jetzt so ein bisschen ungehalten sind. Kann man denn hier machen? Rollsack. Stroh. Ich kann selber Stroh machen. Ist ja super. Die Lachse sind am Springen. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrodgar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Klimek. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrodgar? Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Hast du nicht gerade gesagt, du weißt nicht? Was könnt ihr mir über Hochrodgar erzählen? Ich war schon oft im Kloster, hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Mhm. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Aber hast du nicht gerade dem Elf erzählt, dass sie dich noch nie reingelassen haben? Welche Lieferung bringt ihr nach Hochrodgar? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Mhm. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Mhm. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Das könnte ich für euch tun. Wirklich? Es wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Gibt es etwas, worauf ich beim Aufstieg aufpassen sollte? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte.
Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Mhm. Gut. Seid vorsichtig dort oben. So. Wo ist der Elf? Da. Hallo. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Ja, ihr wirkt ziemlich glücklich angesichts dieses Regenwetters. Mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt. Er sagte, Gwilin, vor euch liegt die ganze Welt. Geht und seht euch um. Werdet das, was ihr werden wollt. Also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich. Hm. Ihr mögt mein Leben armselig finden, aber ich bin zufrieden. Wieso das? Kommt es nicht allein darauf an? Ganz genau so ist es. Was könnt ihr mir dann über Ochotka erzählen? Ich fand es immer schon seltsam, dass eine Schicht dichter Wolken den Gipfel des Berges über dem Kloster bedeckt. Ich weiß nicht, was dort oben ist, aber ich wette die Graubärte schon. Ja. Einen schönen Tag wünsche ich. Cool. Kommen denn die Kühe her? Jut, 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 jut. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier... Weil da vorne ist eine Höhle. Da könnten ja Bären drin sein. Und da ist auch schon einer. Da ziehe ich gleich die Angel. Höhle. Das perfekte Versteck für Banditen oder noch Schlimmeres. Hallo. Kiefernspitzhöhle. Das ist dem Jäger anscheinend nicht bekommen. Fressen aber auch ganz schön, die Bären. Hallo? Macht euch bereit. Da vorn wartet Ärger. Tatsache, da ist er. So. War's das an Bären? Ich denke schon, ne? Da haben wir ja Glück. Können wir die Queste gleich abgeben. Wow, Vulkanglasbogen. Kein Level Up. Ist aber krass hell hier. Mit dem einen Loch. Keine Mine hier oder was?
Ja, was beschwere ich mich, ne? Vulkan, da ist eine Mine. Will nichts gesagt haben. Leckeren Vulkanglasbogen. Geht ab. Ja, ist ja gut. Ich weiß, ich trödel. Die Sonne scheint wieder. Sucht ihr aber? Diese verdammten Bären machen mich verrückt. Hier sind die 10 Bärenpelze, die ihr verlangt habt. Schön, endlich mal jemanden zu treffen, der einfache Anweisungen befolgen kann. Hier ist eure versprochene Belohnung. Nun muss ich aber wieder zurück an die Arbeit. Schon recht. Eine Stahlaxt? Wenn sich die Gelegenheit bietet, könntet ihr noch ein paar Bären für mich töten? Die töte ich, wenn dann, für mich selbst. Wenn ihr euch je zur Ruhe setzen und Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr es tut. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Was ist das denn da mit der Tochter? Fräulein Temba ist viel zufriedener, seit ihr euch um diese Bären gekümmert habt. Ja. Sieht vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß es. Ich mag den Elf. Willkommen im Gasthaus Wielemühe. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Was spielt ihr? Ich spiele die Laute. Wenn ihr ein Lied hören wollt, würde euch das nur 5 Goldstücke kosten. Nur 5 Goldstücke? Ich würde das Doppelte und mehr bezahlen, um euch zu spielen zu hören. Das ist aber nett von euch. Wisst ihr was? Ich werde ein besonderes Lied spielen. Nur für euch. Ganz umsonst. Ganz umsonst? So, Redekunst verbessert. So. Und ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? Das hier ist eine Laute. Ne? Die spielt nur die Laute. Da kommt kein Gesang. Jetzt, da unser Geist demaskiert wurde, kommen vielleicht wieder mehr Besucher in die Stadt. Nicht nur dann und wann ein Pilger. Ja, was ist das da für eine Geschichte mit Nafri? Der ist harmlos. Er befindet sich in diesem Zustand, seit seine Schwester Raida vor über einem Jahr verschwunden ist. Er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie auf der anderen Flussseite. Ihr habt Nafri gesagt, dass sie zurückkommt. Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Raida hat immer Zutaten gesammelt auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Okay. Gibt es auf der kleinen Insel östlich von hier etwas, wovor ich mich in Acht nehmen sollte? Ich habe dort den Eingang zu so einer Höhle gesehen. Oje. Die Leute nennen sie Geiermunds Halle. Keine Ahnung wieso. Ihr solltet besser einen Bogen darum machen. Raida hat sie kein Glück gebracht.
Okay. Gerüchte? Das heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. Aha. So, dass man ganz anders aussieht. Okay. Könnt ihr das glauben? Ich suche nach Arbeit. Habt ihr etwas für mich? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Vermisster Händler. Schon wieder eine neue Quest. Vermisster Händler. Auf Befehl von Ulfric Sturmmantel an alle tauglichen Männer und Frauen in Himmelsrand. Ein Kaufmann mit dem Namen Gunther Frostfuß ist verschwunden. Zuletzt wurde er in der Nähe des Postens des Verräters gesehen. Für jegliche Hinweise sind wir dankbar. Ja, der hat Eisbein. Du spielst... Ach so, du bist du gar nicht. Darf ich haben? Darf ich auch haben? Das hat jut. Einfach nur herumgelegen? Gutes Fundstück. Ja. Finde ich auch. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel... wie ihr nur hacken könnt. Alter. Ich kann hier richtig... Wabajak. Einmal dem Kerl ein bisschen geholfen. Nämlich auch. Nämlich auch. Schwarzdornmaid. Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Alter, ich hau dir gleich ins Gesicht. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Erzähl mir lieber was über Hochrotka. Ich wollte schon immer einmal die 7000 Stufen zum Kloster hochsteigen. Ich würde alles geben, um dieser öden Stadt zu entkommen. Ich beneide euch. Da geht er hoch. Eine angenehme Reise, mein Herr. Ich wollte schon immer mal die 7000 Stufen. Ja, dann. Hi, gib ihn. So, sonst jetzt, hast du aber auch... da unser Geist demaskiert wurde, kommen vielleicht wieder mehr Besucher in die Stadt. Nicht nur dann und wann ein Pilger. Wisst ihr, wo ich Arbeit finden kann? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Alter, wie viele Quests hast du? Was war das? Notiz? Brief von... Das ist der, ne? Ja. Nimm weg. An alle fähigen Krieger. Eine Gruppe von Banditen hat das Beil der Herrschaft gestohlen, dem das Königreich meiner Familie größten Wert beimisst. Und
ist dann feige nach Himmelsrand geflohen. Wir glauben, dass es sich um die letzten Mitglieder der Grünkappenbanditen handelt, die der Königin schon seit ihrer Geburt ein Dorn im Auge sind. Wir haben erfahren, dass sie sich im Versteck des verlorenen Messers verkrochen haben. Und als der erfahrenste Ritter der Königin wurde ich entsandt, um das Beil zurückzuholen. Doch falls ich nicht überlebe, bitte ich euch, diese Banditen in ihrem Namen zur Strecke zu bringen. Die Königin wird das Beil gerne jedem vermachen, der ihren ärgsten Feind zu besiegen vermag, bezwingen vermag. Shogras Gra Batul, ein Klingone oder Ork. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin, es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodgar. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, Hallo. Wie ihr nur hacken könnt. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Einen schönen Tag. Warum besucht ihr Ivarstadt? So, was gibt's denn hier? Finde Reiters Überreste. Da haben wir Reiters Halskette. Fisch, Riesenzeh, Schlachterfischschuppen. Jut. Nafri, ich habe Twix gefunden. Ich vermisse Ryder. Sie war so nett zu Nafri. Nafri ist traurig, dass sie nicht mehr bei Ryder sein kann. Ich habe Ryders Halskette gefunden. Ryder! Habt ihr Ryder gesehen? Habt ihr ihr gesagt, dass Nafri weint? Habt ihr ihr gesagt, dass Nafri sich nie verabschieden konnte wie von Mutter und Vater? Ich bin für Ehrlichkeit. Sorry, Nafri. Sie ist tot. Oh nein! Nein, nein, nein! Nafri konnte sich nicht verabschieden. Jetzt ist Nafri ganz allein. Zumindest hat Nafri Ryders Kette. Erinnert Nafri an seine Schwester. Mhm. Danke, dass ihr sie Nafri gegeben habt. Aber klar. Boah. Ein Riesenzwerg auch. Gut. So, was gibt's sonst noch? Oh, halt, wo ist der? Riftwachturm. Was können wir beim nächsten Mal machen? Mit dem Riesen weiß ich nicht, ob ich mich da schon mit anlegen will. Ach so, da müssen wir ja auch noch wieder hin zu Danica. Aber ich wollte doch hier wissen, wo das Pferd ist. Ja.
Geiermunds Halle. Ich glaube, die machen wir beim nächsten Mal. Und danach packen wir uns die Banditen von Rift. Ne? Ich mache an der Stelle jetzt erstmal einen Cut. Es wird ja auch schon spät wieder. So. Gesundheit, stimmt. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.